Ich erzähle dir heute was über die Windfahnensteuerung Windpilot Pacific. Die ist hinter mir, die ist noch nicht ganz aufgebaut. Ich baue die gleich zusammen und dann zeige ich dir, wie die funktioniert. Das ist eine ganz tolle Erfindung. Das steuert nämlich das Boot komplett ohne Elektrizität, komplett lautlos und ermüdungsfrei auf fast allen Kursen. Und weil es absolut verlässlich ist und ganz anders als wir Menschen halt immer konzentriert ist. Das heißt, sie steuert schön gerade, wenn man sie ordentlich einrichtet. Die Windfahnensteuerung bekommt erstmal Impuls oben auf die Windfahne. Das ist das hier. Die baue ich gleich an. Und die dreht sich im Wind, je nachdem wie der Wind einfällt. Und die überträgt das dann auf das senkrecht stehende Teil hier in eine Drehbewegung und dadurch wird das Ruder neu gestellt. Und dadurch, dass das Ruder neu gestellt wird, bekommt das einen Wasserdruck und wird zur Seite gedrückt. Und das gibt einen, durch eine Übersetzung wird das auf Leinen geleitet und die Leinen wiederum werden umgelenkt und aufs Lenkrad geleitet. Aber ich baue das jetzt erstmal auf, damit ihr sehen könnt, von was ich eigentlich spreche. Jetzt zuerst mal die Windfahne drauf. Die wird hier oben eingeführt und mit einer Knebelschraube arretiert. Wir sind noch beim Aufbauen, ne? So, das hier ist das Pendelruder, das lasse ich jetzt ins Wasser ab. Und ich versuche mal mit der anderen Hand mitzufilmen, weil das sieht man nur einmal. Ich klappe jetzt hier das Pendelruder ab. So, jetzt ist die Windfahnensteuerung soweit vorinstalliert, dass das Pendelruder im Wasser ist. Und die Windfahne, die ist noch nicht eingestellt, aber sie ist jetzt mal fertig montiert. Was jetzt noch fehlt, ist die gesamte Leinenführung. Die liegt hier. Das gehört nicht dazu. Das kommt später noch ins Spiel. Das hänge ich mal da drüber. Jetzt baue ich mal die Leinenführung auf. Das dauert ein paar Sekunden und dann geht es gleich weiter. Wir haben hinten die Windfahne. Dann haben wir die Unlenkung unten auf das Pendelruder im Wasser. Und dann haben wir eine Querstrebe, wo diese Leinen, die danach aufs Rad gehen, umgelenkt werden. Dieser Teil hier ist die Verlängerung vom Pendelruder. Und das schlägt sozusagen im Wasser aus und überträgt dann die Bewegung über diese Leinen und jetzt stellen wir mal die Windfahne ein. Also wir haben hier die Einstellung. Das ist sozusagen die Fernbedienung. Das ist die rote Leine, die geht auf ein Rändelrad an dem Schaft von der Windfahne. Wenn ich hier ziehe, dann dreht sich der Knopf und man sieht schon, die fängt an, sich zu drehen und zu kippen. Was wir jetzt haben wollen ist, wir fahren hart am Wind. Das erste, was wir tun, ist mal die Windfahne richtig einstellen, weil die muss nämlich leicht nach hinten geneigt sein oder senkrecht stehen. So, das macht man nach Windstärke. Wir haben jetzt aktuell ein bisschen über 10 Knoten, das heißt, da brauchen wir noch nicht so arg viel an der Schräge einstellen. Wir haben hier oben die Windfahne, die hat ein rotes Benzel dran und wir haben hier die Kugel. Also ich gucke als allererstes mal, wie fahren wir zum Wind, das war auch über den Windradanzeiger. Und dann stelle ich sie erstmal grob ein. So, jetzt steht die Kugel im Wind und man sieht auch, dass der Teil hier senkrecht steht und das soll er auch. Die zweite Kontrolle ist, ob das rote Fähnchen genau mit dem Wind ausweht. Weil ich jetzt unter Autopilot fahre, habe ich schön die Zeit, mir das einzustellen. Der Wind, der fällt natürlich immer ein kleines bisschen unterschiedlich ein. Ihr seht gerade, ich habe sie wieder nachgestellt. Die dritte Kontrolle ist bei der Gelegenheit, wenn das Pendelruder senkrecht im Wasser steht. Das soll nämlich im Moment natürlich
Wir fahren ja in die Richtung, in die wir fahren wollen. Wir stellen uns darauf ein, soll das erstmal senkrecht stehen, weil es soll ja im Moment noch nicht lenken. Es soll ja nur auf Null eingestellt werden. So, ich stelle noch mal kurz nach. Und ihr seht ja, in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier eingestellt habe, hat sich der Wind schon mehrfach ein bisschen nachgedreht. Und das zeigt auch, dass die Windfahne sozusagen nie geradeaus steuern kann, weil sie immer, ja, je nach Böe und nachlassender Böe ein bisschen höher an Wind geht und dann wieder abfällt. Wir sind jetzt soweit. Die Windfahne ist eingestellt und ich nehme jetzt hier gleichzeitig den Autopiloten raus und drehe hier diese Schraube fest. Dazu drehe ich hier an einem Rad diesen Stellring, das ist eine Rutschkupplung, der wird dadurch festgestellt und dadurch ist dann diese Leinenumlenkung vom Pendelruder und von der Windfahne eingeschaltet. So, wir sind jetzt unter Windfahne. Und wir schauen uns das jetzt mal ein paar Minuten an, weil die Windfahne, wie ich ja vorhin erzählt habe, die lenkt immer ein bisschen, je nachdem wie der Wind einfällt, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Das heißt, um einen Eindruck zu bekommen, ob sie richtig steuert, müssen wir das ein paar Minuten beobachten. Sie wird natürlich leichte Schlangenlinien fahren, das ist ganz normal. Und dann pendelt sie sich ein. Das heißt, wir können dann auf der Kurslinie, also auf der Vergangenheit sehen, ob er praktisch die richtige Linie gefahren ist und natürlich auch im Plotter über die Verlängerungslinie nach vorne, ob er den Kurs fährt, den er will, wobei es ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Wenn der Wind anfängt zu drehen, dann fährt das Boot eine Kurve, weil wir haben ja die Windfahnensteuerung zum Wind eingestellt. Das heißt, die Windfahne hält immer denselben Winkel zum Wind ein. Und das heißt, wenn der Wind anders kommt, dann fährt das Boot natürlich wieder so, dass die Windfahne wieder den richtigen Winkel dazu hat. Eine Sache habe ich vorhin noch nicht erwähnt, damit die Windfahne vernünftig steuern kann. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Boot gut ausbalanciert und die Segel gut gestellt sind, weil ein schlecht getrimmtes Boot und was schlecht unter den Segeln läuft, da kann natürlich die Windfahnensteuerung auch nicht mehr viel retten. Ich fahre heute gerefft, weil ich alleine bin und weil wir Gewitterwarnungen haben, also später am Tag, aber ich möchte es nicht drauf ankommen lassen. Ich hatte heute Morgen schon 45 Knoten vor Anker, das muss ich nicht haben. Deswegen laufen wir im Moment unter gerefftem Groß und natürlich, damit wir hier auch Ruhe haben. Wir fahren aber trotzdem über 4 Knoten. Man sieht jetzt hier an der Kurslinie, dass wir ein bisschen höher steuern, als wir das wollten. Und das können wir korrigieren. Wenn wir jetzt feststellen, dass wir nicht ganz den Kurs fahren, den wir fahren wollen, dann gibt es eine einfache Möglichkeit, das nachzustellen. Wir können es natürlich an der Windfahnensteuerung machen, aber bei wenigen Grad macht das wenig Sinn. Also löse ich eine Schraube und steuere ganz leicht in die Richtung, in die ich das Boot haben möchte, aber tatsächlich nur so um ein oder zwei Finger, mehr nicht. Und dann stelle ich wieder fest und warte wieder ab, ob das Boot jetzt in diese Richtung fährt, in die ich es haben möchte. Und das kann ich natürlich so oft machen, bis das Boot auf der Richtung läuft. Und dieses Einstellen über die Schraube ist relativ, ja, tolerant. Also du kannst da 10, 15 Grad ohne weiteres damit überbrücken und dann wird sie irgendwann ungenau. Dann steuert sie nicht mehr ganz so gut, aber dann kannst du es ja ändern. Also hier an dem Knick, da war das, wo wir nachgestellt haben und das war vorher unter Autopilot und das ist jetzt die neue Einstellung und man sieht ganz schön, dass er jetzt den Kurs hält, den ich haben möchte. Vorhin waren wir ja auf 316 Grad, wir fahren jetzt aktuell 318 Grad, also kann man nicht meckern, das ist ziemlich genau das, was wir wollten. Also die Windfahne ist hier ideal eingestellt und wir fahren jetzt eine gute Viertelstunde unter Windfahne, also perfekt. Und ihr hört auch, wir hören nur das Rauschen der Wellen und genau das wollen wir, ja, Rauschen der Wellen und des Windes. Und ansonsten steuert sie schön vor sich hin, ich bin da ganz glücklich damit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel um ein Fischernetz mal drumherum steuern müsst, dann ist euch ja die Windfahnensteuerung im Weg, weil meistens ist ja die Reuse dann genau auf 12 Uhr, wo man sie nicht haben möchte. Das heißt, ihr löst die Knebelschraube, steuert, das Lenkrad ist jetzt wieder frei und ich kann ganz normal steuern und die Windfahne, die macht da hinten irgendwas, das interessiert mich aber nicht, weil das wird ja nicht mehr aufs Rad übersetzt.
Und ich kann jetzt ganz normal steuern. Ich fahre jetzt ab, fahre jetzt deutlich tiefer. Man sieht das bestimmt am Licht. So, und jetzt fahren wir langsam wieder auf Kurs zurück. Und dann muss ich auf zwei Sachen achten, wenn ich ihn wieder einschalte. Nämlich einmal, dass das Ruder genau voraussteht. Ansonsten, wenn du eine Pinne hast, siehst du das natürlich sehr gut über die Pinne. Ich bin jetzt bei 310 Grad. So, wenn ich fast da bin, dann gucke ich nochmal, was die Windfahnensteuerung macht. Die steht noch nicht da, wo ich sie haben möchte. Die steht nämlich nicht richtig. So, der Knubbel, der dreht sich langsam im Wind und sie steht langsam wieder senkrecht. Sie sollte auch senkrecht stehen. So, jetzt steht sie senkrecht und jetzt ziehe ich den wieder an. Wir haben jetzt 320 Grad und jetzt beobachten wir das erstmal ein bisschen. Und das ist das Spiel, was wir jetzt so lange machen, bis er wieder in die Richtung fährt, in die wir ihn haben wollen. Aber wie ihr seht, ist es eine ganz ruhige Angelegenheit und funktioniert prima. Während die Windfahne im Hintergrund steuert, noch ein paar Hinweise von meiner Seite. Wir haben die derzeit ca. 3000 Seemeilen im Einsatz und ungefähr die Hälfte davon oder ein Drittel davon hat die Windfahne gesteuert, also einen großen Anteil davon, und wir sind damit wirklich sehr zufrieden. Du kannst an dem oberen Teil der Windfahnensteuerung übrigens sehr gut ablesen, in welche Richtung der Wind weht. Das ist der weiße Teil mit dem roten Bänzel dran. Und daran kannst du auch ablesen, wie stark der Wind weht, denn je stärker der Wind weht, desto stärker ist dieser Teil geneigt, um eine höhere Dämpfung der Signale der Windfahnensteuerung auf die Steuerung des Bootes und auf das Hauptruder zu bewirken. Das heißt, je stärker geneigt, desto stärker ist die Dämpfung, desto weniger nervös reagiert das Boot. Wenn du wenden möchtest, dann löst du die Knebelschraube an der Rutschkupplung am Steuerrad, gehst auf den neuen Kurs und stellst dann die Windfahne komplett neu ein. Und dazu kannst du in der Nähe von dieser Rändelschraube, von dieser roten, auch die Gradzahl verwenden, die dort angegeben ist. Ich mache das nicht so gerne, ich finde das kompliziert. Ich mache das nach Sicht, so wie ich es dir eben auch erläutert habe. Und wenn es dann zur Feineinstellung geht, wäre mein Tipp, dreh dort wenig an der roten Rändelschraube oder zieh auch wenig an der Fernbedienung, denn die Ausschläge sind größer, als man sie erwarten sollte, und gib dann auch der Windfahrensteuerung Zeit, erstmal zu steuern, weil du möchtest ja den Mittelweg zwischen Bö und Nicht-Bö, also zwischen diesen zwei Ausschlägen möchtest du ja steuern, und das kannst du erst ja im Rückblick auf den Plotter auf der Kurslinie sehen. Es gibt verschiedene Systeme von Windfahrensteuerungen, die sind in der Wirkweise unterschiedlich, aber in der Bedienung meist ähnlich. Es gibt auch solche mit einem Notruder. Unser System hat keinen Notruder. Und falls jetzt jemand mit einer Wind Vane zuguckt, mich würde interessieren, wenn du die asymmetrisch installiert, ob das Boot tatsächlich genauso gut steuert. Also wer das weiß, bitte gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnier doch bitte den Kanal und hinterlass einen Kommentar. Eine freundliche Bewertung würde mich natürlich am meisten freuen. Aber natürlich, wenn du Fragen hast, dann stell natürlich deine Fragen, die werden auch beantwortet. Und ich gucke jetzt, dass ich wieder in meine Bucht zurückkomme, in Portinache auf Ibiza, weil da hinten ziehen nämlich Gewitterwolken auf und denen würde ich gerne entgehen. Also, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!